So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich habe mal eben die Rechnung neu gestartet und mal gucken. Kamera funktioniert wieder. Ein geiler Schmunzler. Ein Rechner neu starten mit Linux. Natürlich nicht. Ich habe einfach nur OBS beendet und OBS wieder gestartet. Geht wieder. Also, aber da muss ich irgendwie OBS gerade aufgehangen haben oder irgendwie sowas. Oder OBS hat die Verbindung zur Kamera verloren, kurzzeitig oder I don't know. Auf jeden Fall, ja. OBS beendet, wieder gestartet und geht wieder. Let's go. Linux-Rechner neu starten. Ich habe im Menü nicht mal einen Button für Neustart. Den gibt's nicht mal. Das Konzept ist dem völlig fremd. Okay. So. Du guckst einfach da rein. Du auch? Wobei, nee, die brauchen wir ja noch. Die brauchen wir, glaube ich. Genau. So. Warum haben wir das Kupfer hier? Keine Ahnung. Aber das Gold brauchen wir jetzt. Damit müssen wir jetzt irgendwie Goldspulen machen. Hey, was tue ich gerade? So, wir brauchen zwei Stück. Das passt genau. Dankeschön. So. Dann haben wir damit. Genau, die müssen wir noch machen. Kohlestaub. Haben wir davon noch welche? Ich sehe keine. Okay. Dann machen wir welche. Kohlestaub habe ich ja, glaube ich, hier hinten drin, ne? Da sind doch noch die ganzen Zutaten drin fürs AKW, was wir auch noch bauen müssen. Hey, also, ich wollte nämlich gerade, hey, hängt der Server, warum geht der nicht auf? Ja. Ich sollte vielleicht doch den Schalter einschalten. So. Dieses Annoying, ganz schön Annoying. Entschuldigung. Was tust du denn? Da, Legierungsofen. Du kommst rein, du kommst rein. Let's go. Ach, man braucht zwei für eine. Wow. Vielleicht die wieder ausgeschalten. Aber was hier? Boah, Alter. Das ist das Problem bei meinem Test. Du musst halt nachdenken, was du tust. Und bei so einem Wetter, wie der draußen gerade ist, mit der Hitze, da ist halt Nachdenken halt schwer. Da machst du einfach nur irgendwelche random Kacke und wunderst dich dann, warum nichts funktioniert. Und dann wunderst du dich im nächsten Moment, worüber du dich wunderst, weil du gar nicht mehr weißt, warum du dich überhaupt wunderst. So. Jetzt nochmal. Das. Haben wir da jetzt alles? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hey, wir haben noch alles. Wir haben das. Zwei Stück. Wir haben davon zwei Stück. Wir haben. Ach, dafür haben wir das Kupfer. Ja, gut. Das, aber. Ja. Macht Sinn. Haha. Dankeschön. So, dann können wir jetzt die Dinger machen, ne? Was denn nun schon wieder? Die haben wir vier Stück. Die haben wir zwei Stück. Prismatik-Typsegment haben wir auch definitiv genug. Hä? Hatte ich nicht den ganzen Block von diesen Mesekristallen? Wo sind meine Mesekristalle? Ach! Ich bin noch dumm. Ich hatte ja 9 und brauchte nur 8, aber statt 8 im Inventar zu erhalten, habe ich 8 in die Kiste gepackt. Ich hätte eine in die Kiste packen müssen und 8 behalten müssen. Ich Geniestreich. Dankeschön. Nice. So. Voila. Nice. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mit den Dingern bisher selten gearbeitet. Also, wir platzieren jetzt hier. Leck mich am Arsch hier. Wir platzieren jetzt hier, ich halte jetzt mal die Anlage ein, damit ihr auch gleich mal hier der Lust arbeitet, damit wir sehen, ob was passiert. Wir platzieren jetzt hier eine und der sagen wir jetzt, sie soll, also senden tun sie immer. Also du kannst halt mehrere Netzwerke bilden, so wie ich verstanden habe, die du halt mit Namen benamst. Ne? Da sagst du dir zum Beispiel, der Channel soll heißen
Lol. Jetzt würde er aber auf alle senden, die auch LOL heißen würden. Deswegen kann man jetzt sagen, nee, das ist bitte nur für mich und kann quasi meinen Namen davor schreiben. Und damit heißt es, wenn jetzt irgendjemand anderes auch noch ein Netzwerk hat, was LOL heißt, ist es trotzdem sein Ding und ich habe trotzdem mein eigenes LOL. Schöner Name. Und jetzt ist es so, dass du hast halt quasi ein Netzwerk, wo du halt beliebig viele Sachen reinschicken kannst. Das landet dann quasi einfach in dem Netzwerk. Und alle, die quasi Sachen auch empfangen können, also wo die Sachen auch rausgehen können, da wird dann entweder zufällig oder es wird die eine nach der anderen immer durchgegangen und wird halt immer zugeschickt. Das heißt, in dem Fall, da wir nur zwei Enden haben, senden, also reinschicken kann man immer. Und wir wollen aber auch, dass beide Sachen empfangen können. Also muss dieses Receive an sein bei beiden. Und das sorgt dafür, wenn der eine reinsendet, bekommt der andere das raus. Und wenn der reinsendet, bekommt der es dann wieder raus. Weil beide senden und empfangen können. Das heißt, das müsste so funktionieren. Dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Und gucken mal. Das müssen wir wahrscheinlich von draußen machen, ne? Ich mache es am besten mal hier im Flugmodus. Wobei, ne. Das kriegen wir auch so hin. Die Frage ist, wo genau müssen wir jetzt hier angreifen? Ich müsste wahrscheinlich da angreifen. So. Und hier müssen wir jetzt auch sagen, es ist Teil meines Netzwerks. LOL. Und es soll auch empfangen können. Oh, und damit müsste das Ganze jetzt eigentlich funktionieren. Packen wir hier wieder die Erde hin. Dankeschön, Dankeschön. Cross können wir auch wieder raufpacken. So, let's go. So, und damit müsste jetzt die gesamte lange Pipe übersprungen werden. Und ja, ansonsten funktioniert es genau wie davor auch. Das ist meine Hoffnung. Ob das funktioniert, ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß auch nicht, wie wir das so schnell überprüfen wollen. Weil wir uns wahrscheinlich auch gar nicht so schnell porten können und dann genau dahin gehen können, zu gucken, ob es funktioniert. Von daher, lass uns einfach mal ein bisschen laufen oder gucken, ob sich die Zahlen bei dem anderen Ding erhöhen oder nicht, oder wer oder wie oder was. Ja. Sehr, sehr schnicke. Und dadurch, dass die ganze Pipe hier komplett nicht mehr genutzt wird, quasi, haben wir auch ein bisschen weniger Serverlast, weil die Items, die hier reingehen, direkt zur anderen Seite teleportiert werden und nicht hier alle hier schon durchwandern. Sollte also auch minimal den Server entlasten. Wobei die Last, die Pipes verursacht, jetzt nicht so hoch ist. So. Dafür ist mein Laptop viel zu powervoll. Power. Full. House. So, wo haben jetzt eigentlich die ganzen Sachen zum Essen? Ich bin nämlich fast am Verhungern und ich habe keinen Plan, wo ich Sachen hingepackt habe. Geil. Ach ja, er hat schon die Dame unten ins Lager geräumt, ne? Also ins große Lager. Dann gucken wir da mal direkt mal nach hier. Ja, genau da hinten. Nice. Erstmal hier schön. Ja, erstmal Triple Berry Smoothie Dingsdi. Dankeschön. Nom nom nom. Ja, da erstmal schöner Frucht Donut dahinter. Let's go. Weil es so gut war, nehmen wir mal hier so einen Rhabarberkuchen noch. Oh, geil, Alter. Nur Süßes. Und was gibt Süßeres als Ananassaft? Exactly. Gar nichts. So. Außer Pfund Zucker. I don't know. So. Achso, ich soll jetzt vielleicht noch ein bisschen Proviant mitnehmen. So, der. Kartoffelsalat mit Gurke. Das finde ich ganz geil. Oh, ich wollte gar nicht essen. So, haben wir ein paar dabei. Easy. So, du kommst da rein. Die Rohstoffe kommen alle hier rein. Pipes sind nat, kommt hier rein. Hier haben wir so Gläser, sehr gut. Die Dinger kamen noch da unten, sehr gut. Geld. Braucht keine Sau. Okay. Achso, siehst du? Okay, ich kann einfach mal gucken hier, ob wir neue Fanpost haben.
Aber sieht nicht so aus. Nö. Nö, nö. Kein Schwein ruft mir an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es, was ihr wohnt, schweigt das Telefon. So, ah ne, fertig. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Also, wir haben ja noch auf der langen, langen Liste, ich komme kurz meine To-Do-Liste, ob wir noch was, irgendwas haben. To-Do. Ja, genau, das AKW. Da ist jetzt die Frage. Ich bin aber halt am Überlegen, weil wir haben ja jetzt zwar unseren schönen Keller bei dem anderen Gebäude, aber beim Keller ist halt kaum Platz für technische Anlagen. Also, ne, sowas wie wir hier halt haben, so das hier. Ne, das haben wir bei der anderen Seite halt auch noch gar nicht so. Das heißt, es wäre vielleicht sinnvoll, noch, also, so wie hier, einfach so mehrere Kelleretagen, sag ich jetzt mal. Einfach so eine Umbrella Corporation, wo du einfach unterirdisch so einen riesigen Hai fasst. Ich meine, ist das hier ja fast. Ich meine, guck mal. Unser Haus ist ein kleines Haus mit einer Etage. Und darunter haben wir einfach drei Etagen Keller. Ja, moin. Also, ist schon. Das ist schon anders geil. Und das Ding ist sogar auch riesig. Also, ist doch schon fast ein Hive. Da geht's auch riesig weit rein in die Richtung. Hat alle, ne, hier ist unser Geheimgang zum unterirdischen Labor oder so, I don't know. Also es hat alle Sachen, die ein Hive braucht, so. Geheime Türen. Ja. Geil. So, die Dinger waren ja aus. So, die Frage ist, ich würde... Oh. Ah, moin. Willst du auf dem Schädel haben? Deine Mutter. Danke. Verdammt. Das war für den deine Mutter Spruch. Fand das Spiel nicht jugendfrei, habe ich direkt wer ist das? Nicht Sarkasmus. Wenn du auf irgendwas gleich die Strafe folgt, bin ich gerade dumm oder was? Karma. Hat mich Karma gelehrt. So, das wollte ich sagen. Danke. So. Das heißt, angenommen, ist ja jetzt ein AKW. Also das AKW würde ich ungern direkt unter dem Haus bauen. Das heißt, da muss man platzmäßig sowieso keine Gedanken machen, sondern das AKW würde ich schon ein bisschen abseits bauen. Die Frage ist jetzt, wie weit abseits? Ich gehe mal ganz kurz zu dem Home 2. Wäre halt... Wird es gerade schon wieder dunkel? Oder wird es gerade hell? Ich glaube, es wird gerade dunkel, ne? Nee, wird hell. Okay, ah. Die Idee, die ich halt hatte, war halt vielleicht oberirdisch, also wirklich so als so Art, ne, wie bei meinem AKW, bei meinem Hotel. Das ist draußen irgendwo bauen. Dann aber halt nicht direkt hier beim Haus, sondern irgendwie so in der Nähe von den Bergen, dass es so ein bisschen nicht so einzeln dumm rumsteht, sag ich jetzt mal. Aber es muss halt wirklich irgendwo in der Nähe sein, damit die Kabeltrasse nicht allzu lang wird. Also es wäre schon schön, wenn es, weiß nicht, hier bei dem Berg zum Beispiel wäre, einfach hier so nehmen. Hier zum Beispiel ist eine schöne Ausbuchtung, könnte man vielleicht hier hinbauen, sowas, ne? So in die Richtung habe ich mir so gedacht, könnte man doch vielleicht irgendwas machen, ne? Dass hier so genau in dieser Aussparung hier denn das AKW steht. Das müsste doch machbar sein, oder? Wisst ihr was? Ich sag einfach mal, ich lege mich darauf fest, dass wir es hier hinbauen. Ja, weil überall anders wird es definitiv noch bescheuerter aussehen.
Hier ist quasi, ja. Wenn irgendwo, dann hier. So. Gut, dann holen wir mal eine Schippe. Allgemeinwerkzeuge. Wir brauchen mehr Stuff. Wir brauchen alles. Und noch mehr. So, gib mal her. Dankeschön. Ja, let's go. Dann buddeln wir da mal die Scheide weg. Ich muss überlegen, wie groß ist so ein AKW überhaupt? Also, das AKW selber hat eine Spannbreite von. Da, Wasser müsste 7 sein. Genau. Da würde ich auch ein bisschen Platz drumherum lassen. Das heißt, das Gebäude wird ungefähr 9x9 breit. Also von der, ne, von der Fläche her 9x9. Jetzt würde ich aber gerne bei dem Gebäude auch noch ein bisschen, ne, einfach so einen Platz drumherum lassen. Das heißt, wir hätten dann 11 mal 11. Wenn ich jetzt hier einfach mal anfange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt doch relativ gut. Ja, das passt hier wunderbar rein. Ich klemme mal kurz hier ein bisschen und wie gesagt, hier soll ja ein Rahmen drumherum. Ungefähr so. So, das heißt. So. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hey, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Warum? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, ich wollte gerechnet. Also. AKW hat eine Spannweite von 7 Blöcken. Ja, ich habe eins quasi genau. Ein bisschen Platz, dann das Gebäude und dann halt nochmal einen Rand drumherum. Das heißt, wir brauchen 6 zusätzlich, also 13, nicht 11. Dann müssen wir noch mal ein bisschen nach vorne gehen. Dann müssen wir doch nach hier gehen. Sonst wird es hinten zu eng. So, das heißt, dann kommt die hier die Umrandung. Hier die Umrandung. Von hier bis da geht dann das AKW. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Das heißt, ne, da eine Lücke. 7 breit, da eine Lücke. Dann haben wir hier die Lücke, die außen ist. Dann können wir hier wieder zu machen. Ja, perfekt. Perfekt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, geht genau bis an die Kante vorne. I don't like that at all. Ja. Hier können wir auch noch ein bisschen lang ziehen. Wird die Karte auch ein bisschen natürlicher. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Perfekt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Cool. Das heißt, hier in der Mitte kommt alles weg. Natur braucht eh keine Sau. So. Wir wollen hier immer eine AKW bauen. So. Bundesregierung hat gerade beschlossen, dass AKWs Naturschutz ist. Also brauchen wir um AKW nicht auch noch zusätzlich Natur. Das wäre dann doppelt gemuckelt. So. Das wäre dann quasi so gesund, dass es wieder ungesund ist. Gut. Dann bauen wir jetzt hier einen schönen Stahlkorpus. Das wird nice werden. Eigentlich haben wir mehr als genug Stahl. So. Wenn wir irgendwas haben, dann Stahl. Oh, da sind gerade die weißen Blumen vermehrt. Lol. So, das heißt. Wie viel Stahl brauchen wir denn? Also wir haben eine Fläche von 9. 11. 9. 9 mal 9 sind 81. Das heißt, pro Fläche haben wir in... Nein. Wir haben 11. Da die jeweilig eine Kante zum Nachbar gehört, sind es also 10 mal 10. Also brauchen wir nach Adam Riese 600 Stahlblöcke. Ist das richtig? Rechnen wir mal andersrum. Angenommen, wir haben zwei Seiten mit 11 mal 11, das wären dann 122, also 242. Ich brauche einen Taschenrechner. 242. Speichern. So, dann haben wir noch vier Flächen, die dann entsprechend kleiner sind. Da haben wir dann quasi, ne, also wenn wir die beiden Flächen haben mit 11 mal 11, dann haben wir dort eine Fläche mit nur noch 9 mal 11. Wir nehmen aber statt 9 mal 11, 10 mal, 8 mal, 8. Nein, 9 mal 10. Weil das haben wir dann auch wieder 4 mal. Das heißt, das sind jeweils 90, also 360. Richtig? Ja, 360. Achso, ich habe Plus vergessen. Kommen wir genau auf 600 zu. Ja. Das passt. Nice. Okay. Also wir brauchen 600 Blöcke Stahl. Nix leichter als das. Wenn wir irgendwas massig haben, dann, meine Lieben, sind das Stahlblöcke. Fucking 100.000. Allein bei der Zahl werde ich rollig. Digga, like, what the fuck? Das ist doch nicht mehr normal. Aber warum haben wir so viel Eisen? Das wäre ängstigend. Gut, wir können auch einfach das AKW komplett hier aus Uraniumblöcke bauen. Ich meine, das passt optisch. Sieht auch von der Textur her so ähnlich aus, nur halt in grün so. Hat eigentlich auch schon was. Digga, irgendwie habe ich jetzt gerade wirklich Bock drauf. Scheiße. Ah! Ein grünes AKW? Ich meine, es wäre ultra lustig so. Es wäre halt schon ultra lustig. Aber ich weiß ja nicht, ob das hier nicht doch zu viel des Guten ist. So. Oh, verdammt. Vor allem, wir haben davon so viel. 800, also da haben wir auch 800.000 Blöcke. Digga, was wollen wir mit dem ganzen Scheiß eigentlich? Kann man das irgendwas erklären? Warum stoppt mich eigentlich niemand? Guck mal, hier haben wir auch das ganze 0%ige Fusel. Daraus können wir auch Blöcke machen. Weil das ist eh nur noch Abfall, so damit kann ich halt nichts anderes mehr machen, außer Blöcke bauen, so. Hm? Ah, ist das eine Scheiße. Verdammt. Weißt du was? Wolf Let's Play ist. Scheiß was auf alles, wir machen's. Ist mir
Wie realistisch das ist, ist mir komplett egal. Zur Not sage ich einfach immer, es sind Stahlblöcke, nur dass sie halt grün lackiert sind oder sowas. I don't know, ist mir alles egal. Ich will ein grünes AKW haben. Ich weiß nicht warum, aber es ist meine Bestimmung. Oder einfach nur mein Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung. So, dann lutschen wir jetzt mal wieder die Akkus hier leer. Sehr geil, ist ja gerade hell draußen, ne? Müssen wir also ein bisschen was schaffen. Ja, komplett hell draußen, sehr geil. Wow, die Batterie wird nicht mal angefasst. Ist das krank. Holy Guacamole. Warum haben wir so viel Strom? Sag mal, was haben wir denn alles? Wir haben doch eigentlich nur unsere Solarzellen gerade, die laufen, oder? Alter. Das ist beängstigend. Ja, eben, es ist eigentlich nur um die Solarzelle, die aktuell läuft, oder? Mehr haben wir ja nicht. An Stromgewinnung gerade am Laufen. Wow. Ja, die Öfen sind schon ganz schön energiesparend geworden mittlerweile. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. So, ich gucke mal das andere Zeug von unten auch hoch. Ich sollte mal was essen hier. Boah, Alter. Das ist ja mal sehr appetitlich. Hallo? Gehst du erstmal hin hier? Was ist los mit dir? So, das ist das ganze gute Zeug. Der ganze gute Stuff. Das ist alles das 0%ige, genau. Kann unten noch bleiben. Let's go. So. Damit sollten wir definitiv genug haben. Ich meine, gut, ob das wiederum für 600 Blöcke reicht, das glaube ich eher nicht. Wenn ich mir ehrlich bin. Nee, das reicht nie im Leben. Das reicht gerade mal für 100 Blöcke, wenn es hochkommt. Also nicht mal für 100 Blöcke. Obwohl ich jetzt auch noch einen Stack. Ja, könnte für 100, also für 100 Blöcke könnte es reichen. Ja, doch. Also 100 kriegen wir, aber viel mehr auch nicht. Bam. Nice. Der ist krank. Der ist einfach nur krank. Gut, muss ich allerdings sagen, ist auch ein bisschen dumm. Also eben, das reicht ja gar nicht für alles. Aber auch wenn wir dann ein paar Blöcke 0 haben und dann ein paar Blöcke nicht. Tschüss. Ist auch hier ein bisschen dumm, ne? Ah, gut, okay, dann machen wir doch diese 0,7er Blöcke. Dann kommen die erstmal nach hier oben. Let's go. Dann nehmen wir doch hier unten die Blöcke. Was soll's? Das sieht gut aus. Ich gebe mal noch ein paar Einzelne mit. So, und dann können wir nächste Folge anfangen zu basteln. Bis dann.